Herzlich willkommen bei Sleven Streamed Sport. Wir spielen wieder F1 23 und zwar den Story Modus Breaking Point 2. Nochmal an alle, die das noch nie gezockt haben oder noch nie gesehen haben, der ist wirklich zu empfehlen. Wenn ihr die ersten Folgen verpasst habt, holt die bitte noch nach oder am besten zockt das erstmal selbst, denn es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Wir sind jetzt wieder in der Rolle von Kaspar Ackermann, das ist ja unser neuer Teamchef, das haben wir uns, glaube ich, letztes Mal schon angeschaut, deswegen gibt es hier keine Pünktchen. Ich denke, wir können jetzt direkt zum nächsten Kapitel gehen. Das müsste dann eigentlich Kapitel 11 sein. Hast du kurz Zeit? So, da gibt es jetzt erstmal eine Anfrage von unseren Mitarbeitern. Aiden wurde gebeten, bei der Werbung für ein F1 Sim Racing Event zu helfen. Er hat der Teilnahme zugestimmt, ohne sich vorher mit uns abzusprechen. Okay, sollen wir ihn teilnehmen lassen oder nicht? Es wurde schon angekündigt. Ja, mein Gott. Das heißt Kompromiss. Es ist nicht ideal, aber vielleicht kann er per Video teilnehmen. Nee, ablehnen. Das gehört sich abgestimmt und ich habe keine Lust, dass der jetzt auch aus der Reihe tanzt. Wir hatten das ja jetzt schon häufiger. Ich meine, mit dem Devin Butler, das ist ja eine Wahnsinn-Story gewesen. Wenn ihr das verpasst habt, wie gesagt, schaut euch es nochmal an. Aber ich möchte jetzt das Team ein bisschen an der kurzen Leine halten, sozusagen. Deswegen ablehnen. Warum zögerst du noch? Es war doch immer dein Traum, in der Formel 1 zu fahren. Aber nicht auf die Art. Weißt du, was er getan hat? Du meinst deinen Vater? Er hat sich geweigert, mich zu unterstützen. Er wollte nur eines seiner Kinder finanzieren und meinte, Devins Karriere wäre vielversprechender. Das wusste ich nicht. Es tut mir leid. Mom hat mich dann mit dem Geld aus der Scheidung unterstützt, aber... Und jetzt bist du hier, weil er dich geschickt hat. Nein. Das war meine Idee, meine Entscheidung. Und deshalb bin ich... hier dich zu fragen und nicht dein Vater. Wir brauchen einen Ersatz und ich habe dich vorgeschlagen, weil ich weiß, wie gut du bist. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es immer nur unter meinen Bedingungen machen, nicht sein. Ich passe auf dich auf. So wie in der Formel 2. Wirst du ihn denn von mir fernhalten? Ich werde tun, was ich kann. Wirklich alles. Damit du dich ganz allein aufs Fahren konzentrieren kannst. Bist du dabei? Vielleicht erhältst du nie wieder eine solche Gelegenheit. Das ist dir klar. Ja. Oh nein, Aserbaidschan. Also ganz kurz, ich hol kurz die Leute ins Boot, die vielleicht nicht die Folgen geguckt haben. Das war Kelly Mayer. Das ist eine Formel 2-Pilotin, zumindest gewesen im Vorjahr. Aktuell fährt sie keine Rennen. Sie hat die Formel 2 gewonnen und sie heißt eigentlich Kelly Butler. Und Devin Butler ist ihr Bruder, der ja ausgestiegen ist hier, weil er Probleme mit dem Gehör hat. Und der war super unsympathisch. Der Vater von den beiden ist Davidoff Butler und der sponsort das Team, deswegen haben wir auch Butler Global als Sponsorenwerbung auf dem Auto und auf den T-Shirts und so weiter. So, die Sache ist jetzt folgende, dass Kelly Mayer extra den Namen der Mutter angenommen hat, weil sie ihren Vater nicht leiden kann. Warum haben wir jetzt erfahren? Weil er sie nie unterstützt hat, sondern nur den Bruder Devin unterstützt hat. Und jetzt überlegt unser Teamchef, der ist erst seit dieser Saison Teamchef, den haben wir gerade gesehen, das ist Kaspar Ackermann, Kelly Mayer an Bord zu holen, weil Devin Butler ausgestiegen ist. Also die Schwester ersetzt jetzt den Bruder. Der Vater will das eigentlich aber nicht. Und Kaspar versucht aber das Ganze jetzt trotzdem einzufädeln und es scheint ihm zu gelingen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass wir jetzt gleich in Aserbaidschan fahren müssen. Und das ist die Strecke, die ich wahrscheinlich zusammen mit Monaco und Saudi-Arabien überhaupt nicht kann. Einige Wochen später, Kapitel 11. Mit der aktuellen F2-Meisterin Kelly Mayer an Bord hoffen Kasper und das Team von Connorsport,
dass die Stabilität im Team dazu beiträgt, die nötigen Ergebnisse zu erzielen, um im wettbewerbsintensiven Mittelfeld der F1 mithalten zu können. Also wir müssen jetzt in Aserbaidschan fahren und das ist eine absolut furchtbare Strecke meiner Meinung nach. Ich finde sie geil und sie macht Spaß, aber es ist so Könntest du dir das schwer. mal Es ansehen? ist so unglaublich schwer. So, jetzt gibt es wieder Investitionsmöglichkeiten. Tolle Neuigkeiten. Einer unserer Sponsoren hat unerwartet einen Bonus vorzeitig ausgezahlt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, dieses Geld zu verwenden. Wie wollen wir es investieren? Also, entweder machen wir das Auto leistungsfähiger oder wir machen das Team glücklich oder unser Werk muss besser werden. Ja, das ist natürlich die Frage. Also, Team zufriedenstellen, Mitarbeiter zufriedenstellen, finde ich persönlich immer, egal in welchem Business man arbeitet, eigentlich immer am wichtigsten. Nur glückliche Leute, zufriedene Leute und Leute, die gerne irgendwo arbeiten, leisten auch gute Arbeit, meiner Meinung nach. Auto ist natürlich im Hier und Jetzt für diese Saison wichtig und gut. Das Werk wäre eher eine langfristige Geschichte. Die Frage ist halt, in dem Prämientopf. Ja, ich persönlich als Teamchef würde mich auf keinen Fall fürs Auto entscheiden, weil es ist eine kurzfristige Investition, entweder fürs Team oder fürs Werk, weil das beides langfristige Investitionen sind. Und ich glaube, da wir wirklich jetzt so viel Stress im Team hatten, müssen wir dafür mehr Zusammenhalt sorgen und deswegen schicken wir das Geld ins Team rein. So. Nachrichten, schauen wir mal, was da geht. Konnersport verpflichtet Kelly Mayer. Das Ding ist jetzt tatsächlich durch. So, jetzt ruft Davidov an. Das ist jetzt der Papa von Kelly und Devin. Davidov, ich durfte nicht in die Garage, weil Kelly da ist. Das ist lächerlich. Wir haben darüber gesprochen. Du musst dir etwas Freiraum lassen. Ich lasse dich erst an mein Gewehr, Ackermann. Aber ich mag es nicht, wenn man mir sagt, wo ich hier hingehen darf und wo nicht. Du hast mich dazu überredet. Was heißt das? Wozu überredet? Kelly unter Vertrag zu nehmen. Ich erlaube dir nur, die Lorbeeren dafür zu ernten. Das ist alles. Hört sich so an, als wolltest du mir die Schuld geben. Wenn du mit ihr recht hast, dann gibt es keine Schuldzuweisungen, oder? Sonst noch etwas? Du bist ein beschäftigter Mann. Ich lass dich weitermachen. Alter, der Typ und sein Sohn sind so unfassbar, unfassbar unsympathisch. Unfassbar unsympathisch. Umso glücklicher bin ich ehrlich gesagt, dass Devin nicht mehr dabei ist, auch wenn es jetzt wegen einer Krankheit, also einem Gehörschaden oder was auch immer ist. Aber ein furchtbarer Typ. Geil ist natürlich bei Kelly Mayer, sie ist die erste Frau, meiner Meinung nach, die ein Formel-1-Rennen bestreitet. Oder täusche ich mich da? Also würde ich jetzt mal sagen. Wer hat Lust auf Vetternwirtschaft? Ja, geil. Oh, jetzt sind die Tweets endlich mal unterhaltsam. Wir feuern Kelly heute bei jedem Schritt an. Ja, ich freue mich, eine Frau im Grid zu sehen. Absolut. Finde ich mega geil. Ich warte drauf, dass das in der Formel 1 dann mal so weit ist, dass eine Frau wirklich an dem ganzen Rennwochenende teilnimmt, ein Rennen bestreitet und vielleicht sogar einen festen Cockpit bekommt. Ich würde das definitiv mega feiern. Das wäre richtig geil, wenn das offen wäre für alle Geschlechter sozusagen. So, Elisa Lang, was ist das für eine Pressezeiten für Kelly? Okay, das ist jetzt etwas uninteressanter, ne? Wobei, nach unserem gestrigen Treffen haben wir weiteren 14 individuellen Anfragen für Interviews mit Kelly an diesem Wochenende erhalten. Ja, das würde in echt nicht anders sein. Das ist ja das Problem. Wenn jetzt eine Frau plötzlich in der Formel 1 fahren würde, die würde zugebombt werden mit Presseanfragen, das Team natürlich auch. Das wäre natürlich mega Werbung. Aber auf dieser Frau würde unglaublicher Druck lasten, weil stellt euch mal vor, die würde dann zwei, drei Rennen fahren und würde nicht abliefern, dann würde es im Internet automatisch Kommentare geben und Meinungen geben, so von wegen, ja, Frauen können ja nicht Auto fahren, bla bla bla. Und die haben in der Formel 1 nichts verloren und so weiter. Das ist, glaube ich, das Problem, was dann entstehen würde, weil die Leute sind einfach so dämlich, dass sie das dann wirklich schreiben würden. So, da ist jetzt, glaube ich, nichts Besonderes mehr. Interessant ist jetzt einfach, dass wir in Aserbaidschan fahren müssen. Und oh, da ist das Problem eher, dass ich es nicht kann.
Nun bin ich jetzt mal gespannt. Vor den Augen der Weltöffentlichkeit will Kelly bei ihrem ersten Start am Steuer eines Formel-1-Autos Geschichte schreiben. Und dann muss ausgerechnet Aserbaidschan gefahren werden. Und ich sitze quasi hier am Pad. Das ist so dumm, Alter. Es tut mir leid für Kelly. Ich werde hier kein geiles Ergebnis für sie einfahren können, weil ich die Strecke nicht kann. Heute wird hier Geschichte geschrieben. Kelly Mayer, Connorsports jüngste Verpflichtung, wird als erste weibliche Fahrerin in diesem Jahrtausend an einem Formel-1-Rennen teilnehmen. Oh, was für ein Moment. Ich habe Gänsehaut. Für alle, die sich jetzt fragen, warum, nur eine Handvoll Frauen hat im Laufe der Jahre an einem Grand Prix teilgenommen, aber seit 1992 hat keine auch nur versucht, sich zu qualifizieren. Giovanna Amati aus Italien war die letzte. Der heutige Tag hier in Baku ist also ein echter Neuanfang. Mayer hat im Qualifying natürlich extrem beeindruckt. Mal sehen, was heute auf sie zukommt. Aha. Ja, da draußen geht es ganz schön eng zu. Es ist ein harter Wettbewerb. Ich möchte mich hier nicht festlegen. Absolut. Heute gibt es hier einige fantastische Fahrerinnen und Fahrer zu sehen. Vor allem die junge Kelly Mayer, die den Sprung in die Formel 1 ja scheinbar mühelos geschafft hat. Okay, es gab also schon Frauen, die teilgenommen haben, die Rennen gefahren haben scheinbar. Das ist mir tatsächlich nicht bewusst gewesen. Solider Start, Kelly. Weiter so. Wartet nur ab. Schließe vor Ende Runde 8, also vor Runde 9, zu Jackson auf. Oh Gott, ich kann diese Strecke nicht. Also ich werde garantiert die ein oder andere Rückblende brauchen. Okay, wow, okay. Da sind wir schon am Start. Ich sag's euch, die Kurve ist die absolute Hölle. Dass die jetzt direkt am Anfang gefahren werden muss. Also seht's mir nach. Wie gesagt, ich kann die Strecken vorher nicht üben. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Diese Strecke ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, wie ich das erreichen soll, das Ziel. Ich glaube, das ist für mich nicht machbar. So, wo ist Jackson? Ah, der ist 2 vor mir. Oder? Nee, der ist auf 12. Leute, das schaffe ich im Leben nicht. Das werde ich nicht schaffen. Ich glaube, ich muss für dieses eine Kapitel in Schwierigkeitsgrad runterschrauben. Anders werde ich das nicht hinkriegen, glaube ich. Aber wir versuchen es jetzt auf jeden Fall mal. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Vielleicht ist es ja doch irgendwie möglich. Aber ich sehe da ein bisschen schwarz, ehrlich gesagt. Auch diese Kurvenpassage ist die Hölle, weil wenn du da ein bisschen zu weit rauskommst, dann ist das Auto halt einfach Schrott. Ich hoffe, dass da der ein oder andere in die Box noch fährt vor uns. Weil sonst wird das echt schwierig. Ich hoffe, De Vries kriegen wir jetzt hier direkt. Das sieht gut aus. Den können wir hier, glaube ich, ausbremsen. Ui, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, der muss uns jetzt hier Platz lassen. Das macht er zum Glück. Okay. Den hätten wir schon mal. Also vor Runde 9. Oh Gott, das ist wirklich haarscharf hier in jeder Kurve. Vor Runde 9. Wir sind jetzt Runde 6. Das heißt 6, 7, 8. Ich habe 3 Runden jetzt Zeit, bis zu Jackson aufzufahren. Und der ist auf Platz 12. Vor uns ist die 14. Okay. So schwierig ist es nicht. Da vorne ist Jackson. Vielleicht schaffe ich das tatsächlich mit dem Schwierigkeitsgrad. Ich fühle mich wie auf rohen Eiern. Hier in Aserbaidschan. Ich weiß nicht, warum es mir hier so unfassbar schwer fällt zu fahren. Also die Kurve, die jetzt gleich wieder kommt, wo man so zu dieser Burg hochfährt, da verstehe ich, warum mir das so schwer fällt, weil das einfach super eng ist. Schaut euch das an. Und hier verliere ich auch immer unglaublich viel Zeit. Aber der Rest der Strecke, es macht unglaublich viel Spaß, hier in Baku zu fahren. Finde ich persönlich. Ich fahre und übe die Strecke total gerne. Aber ich werde nicht wirklich besser. Nicht so, dass ich sagen kann, ich kann ein 100% Rennen fahren und mein Auto, wenn ich mit totalem Schaden spiele, bleibt am Ende heil. Das kriege ich noch nicht hin. Das ist wie Monaco. Da muss ich dann 4-5 Mal in die Box, weil ich irgendwie meinen Flügel zerstört habe. Und das ist hier genauso. Vor allem diese Kurvenkombi auch super, super schwierig. Aber wir machen es nicht schlecht. Den Kollegen De Vries, den wir gerade überholt haben, der hat jetzt schon wieder 2,7, 2,9 Sekunden Rückstand auf uns. Vorne überholen sie sich jetzt gegenseitig, das ist gut. Das kann uns nur zugutekommen, wenn Tsunoda und Norris sich hier bekriegen. Ich hoffe, dass die hier, ja, die verlieren hier schon ordentlich an Geschwindigkeit. An Tsunoda komme ich jetzt schon vorbei, wenn er, naja, okay, der ist da aber sehr auf Kampfmodus aus, der Tsunoda. Dann kriege ich ihn aber jetzt.
Auf jeden Fall, da kann er sich nicht mehr wehren. Sehr gut. Das heißt, wir müssen nur noch einen einkassieren. Das ist Norris. Also es scheint machbar zu sein, diese Mission für uns. Ein bisschen schnell sind wir da gewesen. Aber das kriegen wir hin. So, Norris. Kriegen wir den hier schon? Ja, den kriegen wir hier schon. Den kriegen wir hier schon, wenn wir hier ein bisschen aggressiv reingehen. So. Jetzt sind wir hinter Jackson, das ist das Ziel. Ich soll aufschließen zu ihm. Ich ahne ja Böses. Ich ahne ja fürchterlich Böses, nämlich, dass es hier einen Crash zwischen Teamkollegen gibt. Jetzt gleich, wenn die Videosequenz reinkommt. Ahne ich wirklich sehr, sehr Böses. Wenn das passiert, dass Kelly Mayer hier im ersten Rennen jetzt Teamkollege Aiden Jackson rauskickt, das wäre ein absoluter Super-GAU. Dann wird der Vater von ihr völlig ausrasten. Und Kaspar Ackermann hat natürlich dann einen schweren Stand. Die Frage ist auch, was heißt aufschließen? Es heißt scheinbar nicht hinter ihm zu fahren, sondern wahrscheinlich zu einem gewissen Abstand. Ich gehe mal davon aus, ich muss bis auf eine Sekunde rankommen oder so. Und dann gilt das wahrscheinlich als Aufschließen. Noch bin ich in der Sekunde nicht drin. Ich habe 1,2. Kriege jetzt auch kein DRS, aber guckt mal, wie ich die abhänge, die ich gerade überholt habe. Die sind gar nicht mehr zu sehen. Die haben schon 2 bis 3 bis 4 Sekunden Rückstand. So, jetzt sind wir da. Gelbe Flagge, was passiert jetzt? Wieso fehlgeschlagen? Hä, wieso ist das fehlgeschlagen? Ich bin doch hinter ihm. Das verstehe ich nicht. Hieß es nicht bis Ende Runde 8? Ich war jetzt Anfang Runde 8 und wahrscheinlich war ich 1,1 Sekunden dahinter und nicht 1,0 oder so. Wirklich? Jetzt muss ich das nochmal neu machen? Okay, dann machen wir es nochmal neu. Vor dem Ende von Runde 8 zu Jackson. Was? Okay, aber sorry, ich bin mir ziemlich sicher, ich schaue mir das nachher nochmal im Video an. Vor dem Ende von Runde 8. Die Runde 8 war doch noch nicht zu Ende. Die Runde 8 hat doch gerade angefangen, oder nicht? Und ich habe doch zu Jackson aufgeschlossen. Also das ist mir nicht ganz klar, was da jetzt das Problem war. Aber dann machen wir es nochmal. Startet nicht, kriegen wir ein bisschen mehr Übung auf der Strecke. Alter, der Fries. Ich mach's jetzt so. So, den haben wir schon mal früher kassiert als vorher. Da haben wir ihn nämlich hier auf Startziel erst eingeholt. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Vorsprung im Vergleich zu vorher. Und das ist ja immer das, was ich sage. Wenn du mal ein paar Runden auf einer Strecke gefahren bist, dann kommst du in so einen Flow rein. Und dann bist du automatisch besser. Und das ist jetzt schon der Fall, weil wir 3-4 Runden gefahren sind vorhin. Da sind wir automatisch jetzt schon besser dran. Und werden definitiv jetzt auch bessere Leistung zeigen. Wir werden ja auch Norris jetzt gleich schon angreifen können, weil wir werden jetzt nämlich DRS bekommen. Und dann werden wir den hier gleich kassieren. Beim Rausbeschleunigen, wenn es gut läuft. Jawohl, überhaupt kein Problem. Und da ist es wirklich kein Problem, diese Mission zu schaffen. Aber ich behaupte trotzdem, dass das vorher ein Fehler im Spiel war, denn da stand vor Ende Runde 8. Und das haben wir meiner Meinung nach geschafft oder hätten wir noch geschafft. Aber ist jetzt wurscht. Ist jetzt keine so lange Mission, dass es so furchtbar ist. Es ist nur furchtbar, weil es eine furchtbare Strecke ist, die aber wie gesagt sehr viel Spaß macht. Von daher ist es doch in Ordnung. So, Tsunoda. Den kriegen wir jetzt auch deutlich früher, als es vorher der Fall war. Und wir sehen schon, auch die Kurvenkombi kriegen wir jetzt deutlich besser als vorhin. Verlieren kaum noch Zeit, sind direkt bei Tsunoda am Hinterrad. Und den werden wir spätestens bei Startziel einkassieren. Ich glaube sogar, den können wir hier kassieren. Ja, so ist es. Der macht da zum Glück mit. Und jetzt sind wir schon hinter Jackson in Runde 6. Ich bin der Meinung, ich habe ihn vorher, ich habe vorher in Runde 7 hier aufgeschlossen.
Von daher verstehe ich überhaupt nicht, was vorhin das Problem war, aber ist jetzt wurscht. Also aufgeschlossen habe ich doch jetzt. Das müsste jetzt eigentlich eine Sequenz kommen, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt 0,6 Sekunden hinter ihm. Wie nah muss ich denn da ranfahren? Ist meine Frage. Ich fahre sogar die schnellste Rennrunde. So, jetzt haben wir's. Kelly Mayer, sie nähert sich ihrem Teamkollegen. Sie ist fast auf mir drauf. Ihr habt unterschiedliche Strategien. Lass Kelly bitte vorbei, Aiden. Okay, Kelly. Aiden lässt sich in der nächsten Kurve vorbei. Los geht's. Okay. Jetzt die große Frage, wird May an ihrem Teamkollegen vorbeikommen? Los geht's! Oh, da gab's einen Kontakt, Kontakt der beiden Konosport-Autos! Für Jackson sieht's nicht gut aus, er hat das meiste abbekommen, May ist okay! Oh, Jacksons Schaden sieht übel aus, das Rennen ist nicht gelaufen, Sascha! Ja, sieht fast so aus, als habe Jackson überhaupt nicht mit Mayers Aktion gerechnet, ich weiß nicht ganz warum! Hey, was war das? Warum hat sie nicht gewartet, bis ich an der Ausfahrt rüberziehe? Hey, alles okay bei dir, Aiden? So eine weitere Butler. Oh mein Gott. Komme in den Top 10 ins Ziel. Jetzt muss ich noch weiterfahren, verdammte Scheiße. Ein Missverständnis, Kelly. Ist jetzt passiert. Konzentrieren wir uns. Okay. Da müsste man sich nochmal die Wiederholung anschauen, wer da wirklich schuld ist. Eigentlich hätte natürlich Jackson Platz machen müssen. Die Frage ist natürlich, wie ist das abgemacht? Platz machen heißt eigentlich, du gehst vom Gas und gehst von der Ideallinie runter. So dass der Überholende, den du ja freiwillig vorbeilässt, einfach seine Ideallinie weiterfährt und überhaupt nicht beeinträchtigt wird von dir. Das heißt, jemanden vorbeizulassen. Weiß ich nicht, ob das jetzt genau gemacht wurde. Jackson ist der Meinung, er hätte da irgendwie bei der Ausfahrt erst Platz machen müssen. Schwer zu beurteilen jetzt so schnell, aber werden wir sicher hier in der Story noch sehen, wer da am Ende wirklich Schuld hatte. Ist natürlich super frustrierend für Aiden Jackson, der jetzt natürlich denkt, jetzt kommt der nächste Butler und macht ihm wieder das Leben zur Hölle. Aber ich glaube, Kelly Mayer heißt nicht umsonst Mayer. Das ist zwar eine Butler gebürtig, aber ich gehe davon aus, dass sie nicht so einen Charakter hat, denn die scheint bisher relativ sympathisch zu sein, auch wenn sie ein unfassbares Selbstvertrauen hat und das für viele sicherlich erstmal abschreckend ist. Aber das musst du auch haben, wenn du Formel 1 Fahrer werden willst oder Fahrerin, ganz ehrlich, weil ohne sehr viel Selbstvertrauen, glaube ich, setzt du dich nicht in so eine Karre und fährst hier in Baku, wo die Mauern wenige Zentimeter, Millimeter von dir entfernt sind, um die Kurven rum. Von daher gehört das, glaube ich, einfach mit dazu. Also wir sind Elfter, wir müssen mindestens auf Platz 10 ins Ziel kommen. Das ist natürlich insofern eine krasse Aufgabe, weil wir dort einen Mercedes und einen Red Bull haben. Also, puh. Wir sehen die beiden immerhin. Das ist schon mal gut. Einen müssen wir überholen, dann wären wir Zehnter. Bonusziel wäre, komme in den Top 8 ins Ziel. Also. Wir wollen natürlich das Bonusziel erreichen. Wir haben ja einige Runden Zeit. 13 Runden werden gefahren. Wir sind in Runde 8 und kommen jetzt dann gleich in Runde 9. Sekunden Abstand zu deinem Hintermann. Weiter so. Ja, ist natürlich eine mega Story, dass sie hier die schnellste Rennrunde hat und dann gleich Punkte holt bei ihrem ersten Rennen. Aber da wird es was zu diskutieren geben mit Aiden Jackson. Das Gute ist, dass Kasper Ackermann dabei ist. Ich glaube, der wird das schlichten. Der hat ja einen guten Draht zu beiden, kennt beide sehr, sehr gut. Und ich bin mir da relativ sicher, dass die sich gut verstehen werden am Ende und dass das jetzt vielleicht eine Anfangsschwierigkeit ist, aber dass sich das regeln wird. So, hier können wir ganz schlecht überholen. Auch die Kurve, die jetzt kommt, bietet sich jetzt nicht unbedingt zum Überholen an.
Hier kann man auch schlecht überholen. Wir werden das dann wieder bei der schnellen Passage machen, nach dieser Kurvenpassage. Wenn wir denn dann noch nah dran sind, dann verlieren wir ja oft ein bisschen Zeit. Aber es geht einigermaßen. Könnte sein, dass wir hier jetzt schon vorbeikommen. Am besten gleich wieder außen, so wie wir es vorher gemacht haben. Das wäre das Praktischste für uns. Aber ich glaube, der lässt uns nicht. Ah, da müssen wir innen reinstechen. Das machen wir jetzt einfach. Ja, gelingt uns aber nicht. Vielleicht hier. Ich würde es gern vor Startziel machen. Ja, hier haben wir ihn jetzt. Und dann können wir nämlich jetzt diese schnellen Passagen auch wirklich schnell nehmen. Ist ein bisschen schwierig, wenn da einer vor dir fährt, der vielleicht ein Ticken langsamer ist. So nämlich, jetzt haben wir es. So, Ziel hätten wir jetzt quasi erreicht, deswegen der grüne Punkt oder der grüne Haken da. Links oder rechts neben unserem Namen. Vor uns jetzt Stroll und Perez. Da gilt es jetzt erstmal die Lücke zu schließen. Okay, du bist in den Top 10. Oh, jetzt sind wir sehr spät aufs Gas, aber das haben wir noch gut hingekriegt. Die sehen wir auch schon beide. Jawohl, Perez hat Stroll überholt. Und davor sehen wir auch schon jemanden. Also, da ist einiges drin. Top 8 sind machbar für uns. Jetzt haben wir auch wieder diesen gewissen Flow erreicht auf der Strecke. Und jetzt würde man gar nicht unbedingt meinen, dass ich die Strecke nicht kann, weil es jetzt relativ gut läuft. Ehrlich gesagt, kommen wir da relativ schnell zurecht. Die Frage, die ich mir stelle, ist auch, muss ich eigentlich noch in die Box? Ne, wahrscheinlich nicht. So, an Stroll sind wir dran. Den können wir dann vielleicht wieder an dieser schnellen Passage überholen. Oder geht das hier sogar? Lass uns das hier mal probieren. Wenn wir ein bisschen aggressiv reingehen. Ja, sehr gut. Und jetzt an Perez ranarbeiten, dass wir vielleicht Startziel DRS bekommen. Das wäre jetzt der Wunsch. Und dann könnten wir schon in Runde 11 das Bonusziel erreichen. Und hätten dann noch zwei Runden Zeit, einfach noch mehr zu erreichen, vielleicht sogar. Ist dann, glaube ich, wurscht. Das ist für die Story, glaube ich, nicht wichtig. Ich glaube, die Story checkt nur, ob du das Bonusziel erreichst oder nicht, aber ob du dann jetzt Achter wirst oder das Rennen gewinnst, ist, glaube ich, für die Story überhaupt nicht wichtig. So, an Perez sind wir dran, den werden wir hier direkt kriegen. Wir kriegen jetzt DRS, da hat Perez keine Chance. Sehr gut. Bonusziel damit erreicht, vor uns jetzt Gasly und Alonso. Zumindest Gasly sollte doch eigentlich für uns auch machbar sein. Bei Alonso wird es dann schon schwieriger, der ist auch richtig weit weg. So, Gasly jetzt hier beim Rausbeschleunigen kriegen, das ist das Ziel. Sollten wir problemlos schaffen mit DRS, Gasly hat ja kein DRS, wird hier chancenlos sein gegen uns, so ist es. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. So, jetzt haben wir Runde 11, wie gesagt. Danach sind es noch 2 Runden und wir sind jetzt schon 7. Abstand zu Alonso ist riesig, deswegen würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Zeitsprung. What? Alter. So, wir befinden uns in der vorletzten Runde, wie ihr sehen könnt, und wir haben jetzt aufgeschlossen auf die Autos vor uns. Und haben jetzt direkt Alonso und Piastri einkassiert, sind jetzt 5. tatsächlich. Wahnsinn, hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten, dass wir das noch hinkriegen. So, und jetzt haben wir vor uns noch jemanden, den wir sehen können. Das ist Hamilton, auch nur 1,8 Sekunden hinter uns, vor uns. Den kriegen wir auch noch. Wir haben noch eine Runde Zeit, Leute. Den kriegen wir hoffentlich auch noch. Und Sainz ist natürlich nicht mehr erreichbar, also Podium ist nicht machbar hier. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Aber Alonso hätte ich jetzt schon auch noch gern. Was wäre das für ein Einstand für Kelly Mayer? Knapp das Podium verpasst, auf Platz 4 gehüpft. Das wäre ja der Wahnsinn. Und ich bin wirklich ein bisschen stolz, wie ich jetzt hier Baku meister, sage ich euch ganz ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut geht. Als ich gesehen habe, ich muss jetzt noch 10. werden, dachte ich schon, um Gottes Willen. Aber es war gut, dass wir die Schwierigkeit nicht runtergeschraubt haben, sondern gesagt haben, nee, nee, wir wollen das jetzt schon auf der Schwierigkeit weiterspielen. Denn das wäre dann doch zu leicht gewesen. So ist es jetzt auch zu leicht eigentlich gewesen.
Letztendlich war Platz 10 das Ziel, Platz 8 war der Bonus. Und ich werde es jetzt wahrscheinlich schaffen. Ja, also Hamilton. Ja, also. Vierter zu werden. Also der hat jetzt eindeutig mir den Weg versperrt. Fand ich jetzt nicht so fair, muss ich sagen. Ich hoffe, dass ich den jetzt hier kriege, weil Start... Ja, wobei, Startziel kriege ich ihn dann sowieso. Entweder hier oder Startziel werde ich ihn kriegen. Da muss mich nur mal... Alter! Jetzt werde ich langsam sauer, Herr Hamilton. Dem passt es gar nicht jetzt hier, dass hier so eine Frau hinter ihm fährt. Sehe ich ihn jetzt hier ein? Hier hat er keine Chance mehr, sich zu wehren. Da drücken wir ihn einfach weg. So. Platz 4, das war für mich zumindest auf der Schwierigkeit das absolute Maximum. Mehr wäre im Leben nicht möglich gewesen für mich. Da ist der Abstand nach vorne zu groß, 11 Sekunden, das hätte ich nicht rausholen können. Die Pros schaffen das natürlich locker. Aber ich bin sehr zufrieden und bin jetzt mega gespannt, was da jetzt passiert mit Aiden Jackson und mit Kelly Mayer. Das ist das Ende des Rennens. Wir sehen uns im Parc Fermé. Nee, zum Glück nicht. Nach dem Rennen. Kein idealer Start. Ein Missverständnis unter den neuen TeamkollegInnen zwingt Aiden, das Rennen in Baku zu beenden. Ich würde jetzt gerne nochmal so eine Videostudie sehen und dann gezeigt bekommen, wer warum schuld ist. Fühlen Sie sich bei Connors Sport unter besonderem Leistungsdruck, wenn Ihnen Ihr Vater über die Schulter schaut? Wissen Sie, das ist die Formel 1 und es ist nicht möglich, dass ich noch mehr Druck verspüre als ohnehin schon. Also nein, das ist kein Thema. Kelly, gab es in der Formel 1 irgendwelche Vorbehalte, weil Sie die erste weibliche Fahrerin in diesem Sport sind? Nein, alle waren fantastisch zu mir und ich bin nicht die Erste, nur die Neueste. Wie geht es Ihrem Bruder? Halten Sie wirklich nur seinen Sitz warm? Das müssten Sie ihn selbst fragen. Aber er bekommt die Hilfe, die er braucht. Nein, ich habe keine Absicht, diesen Sitz so schnell wieder herzugeben. Was war da heute zwischen Aiden und Ihnen los? Das war bloß ein Missverständnis. Ich habe wirklich gedacht, er würde mich durchlassen, aber er hatte wohl andere Vorstellungen. Wir haben vorhin mit ihm gesprochen und er sagte, das war Absicht von Ihnen. Was sagen Sie dazu? Das war nur ein Missverständnis. Sie fahren ja unter dem Namen Mayer, aber würden Sie jetzt in dem Sitz Ihres Bruders, in dem Team, das Ihr Vater sponsert, wieder den Namen Butler annehmen? Damit hätte ich wohl rechnen müssen. Hast du nicht? Das meine ich nicht. Ich bin eine Frau, ich verstehe das. Ich spreche auch gern darüber. Tja, was ist es dann? Es ist immer das Gleiche, das nervt. Sie sind ja eine Frau und dann ist jede Frage nur über Dad und Devin und die Butlers und den Namen. Ach komm, vergiss sie einfach. Oh, es wird sich nie etwas ändern, niemals. Die einzige Frage zu dem Rennen war die über Aiden. Tja, wenn wir es etwas länger hätten laufen lassen, hätte es vielleicht... Kasper! Jetzt verteidige sie nicht. Okay, sorry. Du hast recht. Sorry. Gut, ist okay. Das nächste Mal bin ich schneller. Der Vorfall in Baku. Glauben Sie, das war What? Absicht? Ja, das war Absicht. Ja, das sieht man doch. Sie sind nicht so richtig warm geworden. Wir waren nicht gleich Freunde. Nein. Schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Unfall sagt, wer da Schuld dran hat. Für mich hat es nicht so ausgesehen, als hätte er Platz gemacht. Er hat ja auch gesagt, er hätte bei der Auslaufzone dann Platz gemacht und sie hätte bis dorthin warten müssen. Weiß ich aber nicht, was er damit meint, weil, ja, also wo willst du da in die Auslaufzone Platz machen? Der ist ja dann da rein verunfallt worden sozusagen. Hat für mich keinen Sinn gemacht, was er gesagt hat. Also von daher würde ich sagen, ist da Kelly Mayer eher im Recht. Und jetzt gibt es einen Anruf, die Mutter ruft an, natürlich. Danke, Mom. Es war ein gutes Rennen. Ein tolles Gefühl da draußen. Es war ein gutes Rennen. Oh nein. Was ist? Was meinst du damit? Was ist was? Ich höre es an deiner Stimme, Mom. Es war ein gutes Rennen? Nein, es ist nichts. Aber? Nein, es ist nur... Du hast das nicht mit Absicht gemacht, oder? Den Arm Aiden geschnitten? Oh Gott. Ich kann nicht glauben, dass du mich das fragst. Hast du deine Tochter zu so einem Verhalten erzogen? Ich bin mir nicht sicher. Es war ein Unfall, Mom. Ich leg jetzt auf. Natürlich. Tschüss, Schatz. Ich hab dich lieb. Oh Gott, das ist unangenehm. Da muss sie sich die Scheißfragen von der Presse anhören.
dann die Aussagen von Aiden und jetzt die Mutter auch noch. Das ist wirklich unangenehm. Das ist wirklich sehr unangenehm. So, was sagen die sozialen Medien? Wow, wer hätte Maya heute in den Top 5 gesehen? Schade, dass sie dafür ihren Teamkollegen ausschalten musste. Okay, die sehen es also eher so. Krass finde ich, dass hier Top 5 steht. Das heißt, das Spiel hat gecheckt, dass wir in die Top 5 gekommen sind. Ich bin überrascht, dass so viele Maya kritisieren. Das war eindeutig ein Missverständnis. Und wenn, war es Jacksons Schuld. Aha. Kann man also so oder so sehen. Die sozialen Medien sind wie so oft gespaltener Meinung. Gut, das war's soweit. Ah, wir sehen übrigens, dass sie aus Großbritannien und Monaco kommt. Also ich gehe mal davon aus, sie ist geborene Britin, aber wohnt in Monaco. Cool, dass man das auch mitbekommt, so nebenbei. Interviewanfragen, Mittagessen mit der Mutter. Ja, das ist alles jetzt nicht so interessant, das lese ich jetzt nicht alles durch. Das war's auf jeden Fall für heute. Es bleibt spannend, Leute. Es wird spannend, ob sich Aiden und Kelly irgendwann gut verstehen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das passiert, weil sie keine typische Butler ist. Dabei bleibe ich. Bis zum nächsten Mal auf Slevin Stream Sport.